Die christliche Scholastik wäre ohne die Leistung der arabischen Philosophen undenkbar. Einerseits bewahrten und überlieferten sie die griechische und besonders die aristotelische Philosophie. Andererseits setzten sie als Ärzte, Naturwissenschaftler und streng monotheistische islamische Philosophen gesonderte Akzente. Kennzeichnend ist für die meisten die Verbindung von aristotelischen und neuplatonischen Ideen. Al-Farabi wurde 875 geboren. Seine philosophische Bildung erwarb er in Bagdad. Später ging er nach Aleppo und Damaskus. Al-Farabi lehrte, dass die materielle Welt ewig sei, worin sich ein aristotelischer Gedanke widerspiegelt. Neuplatonisches Gedankengut findet sich bei ihm in der Ansicht, dass aus Gott sogenannte Intelligenzen entströmen, die zugleich die Himmelssphären bewegen, sich selbst denkend ihres Ursprungs bewusst sind und sekundäre Ursachen für das weltliche Geschehen darstellen. Aus dem Überfluss des vollkommenen Einen, also aus Gott, strömt eine ursprüngliche Intelligenz aus, die wiederum eine zweite Intelligenz, eine zweite Sphäre ausstrahlt. Dieses Hervorgehen verschiedener Seinsebenen aus dem göttlichen Einen setzt sich als Kette bis zur 10. Intelligenzstufe fort. In unserem Modell ist die Emanation der Intelligenzen dargestellt, von der äußeren Sphäre als der ersten Intelligenz nach innen bis zur Mondsphäre, welche die Erde umschließt und für die Entstehung unserer materiellen Welt verantwortlich ist. Obwohl aus Gott hervorgegangen, ist die Materie ewig. Dieser 10. Intellekt ist mit dem aktiven Intellekt verbunden. Dieser bildet die Grundlage der Seele. Ebenso vereinigt der aktive Intellekt den Menschen direkt mit der Vernunft. Die mystische Begegnung des Sufismus findet ebenso in seinem Werk Widerhall. So heißt es über die Ekstase im Buch der Ringsteine: In deinem Leibe bist du dann, als wärest du in der Weite des Himmelsreiches. Avicenna, dessen arabischer Name Ibn Sina war, erblickte im Jahre 980 das Licht der Welt. Er galt vor allem als Arzt im christlichen Mittelalter als eine Autorität und wurde neben Hippokrates und Galen sogar bis ins 16. Jahrhundert hinein als medizinische Fachgröße angesehen. Avicenna schrieb mehr als 100 Bücher über fast alle Themen, die Aristoteles einst behandelte. Nach eigenem Bericht hatte er die Metaphysik des Aristoteles 40 Mal gelesen und schon fast auswendig gekonnt, bevor er ihren Sinn vollkommen erfasste. Er gab schon 100 Jahre vor dem Philosophen Abélard eine gemäßigte Antwort auf die Universalienfrage. Nach Avicenna entwirft der göttliche Geist die Allgemeinbegriffe. Ebenso haben sie Anteil an der Existenz von Einzeldingen. Die Allgemeinbegriffe sind ferner im menschlichen Verstand als abstrakte Ideen vorhanden. Die beiden Kreise in unserem Modell zeigen die Unterscheidung von Essenz unten und Existenz oben, also von So-Sein und Dasein. Sie verhalten sich wie die Möglichkeit zur Wirklichkeit. Das untere Spiegelbild zeigt das materielle Wesen einer Schnecke und ihre spezielle Form. Ihr Dasein aber erschließt sich erst im oberen Kreis, indem wir durch Tasten erfahren können, dass wirklich etwas da ist, während wir im unteren Kreis ins Leere fassen würden. Das Verhältnis von Stoff und Form verstand Avicenna so, dass im Stoff die Möglichkeiten der Form bereits enthalten sind. Avicenna verweist dabei auf die besondere Einheit Gottes. Gott ist in seiner Ungeteiltheit das einzige Wesen, in dem Essenz, also was er ist, und Existenz, also das er ist, ein und dasselbe sind. Bei jedem anderen Wesen ist es möglich, dass es in Stoff und Form 100%ig definiert ist, jedoch muss es deswegen noch nicht tatsächlich existieren. Gottes Wesen umfasst aber zugleich seine Existenz. Gott sei notwendig an sich, alles andere Sein ist nur bedingt notwendig durch anderes. Averroes, auch Ibn Rushd genannt, kam 1126 zur Welt.
Er wurde als der Übersetzer und Kommentator des Aristoteles in Europa bekannt. Er studierte Philosophie, Theologie, Jurisprudenz, Mathematik sowie Medizin und wurde Leibarzt des Kalifen Abu Yaqub Yusuf. Nach 1195 wurde Averroes angeklagt, die Philosophie im Gegensatz zum orthodoxen Islam zu betreiben. Infolgedessen verwies man ihn des berberischen Hofes und verbrannte seine Schriften. Kurz vor Averroes Tod im Jahre 1198 holte ihn der Kalif jedoch an seinen Hof zurück und hob alle Maßnahmen gegen den Philosophen auf. Averroes sah keinen Widerspruch zwischen der Philosophie und der Offenbarungsreligion. Averroes entwickelte den Monopsychismus, der Aktive die formgebende und der Passive die Form und Erkenntnisse aufnehmende Intellekt sind nach Averroes für alle Menschen derselbe. Der als unsterblicher Menschengeist, allen Menschen gemeinsame, aktive Intellekt wird durch die große Glaslinse dargestellt. Der passive, potenzielle Intellekt verwirklicht sich im Menschen zum erworbenen Intellekt. Dieser ist ebenso wie die sensitive und die vegetative Seele jedem einzelnen Menschen persönlich zugeordnet. In unserem Modell wird dies durch die kleinen Glaskörper in den menschlichen Silhouetten veranschaulicht. Diese persönlichen Seelenteile sind, zusammen mit dem Körper, allesamt sterblich. Der einzelne Mensch gelangt somit nur durch den gemeinsamen Intellekt zur Unsterblichkeit. In der Ewigkeit sind wir alle eins.